Ja, positives Schlüsselerlebnis, ganz klar die Prüfung selber, ist gleichzeitig auch so ein bisschen eine Fuck-up-Situation gewesen, weil in dem einen praktischen Teil bis 5 Minuten vor Schluss bei mir meine Anlage leider nicht lief. Hab dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in letzter Minute den Fehler noch gefunden, das Blatt dadurch nochmal wenden können. Sie lief dann am Ende des Tages. Ja, in meiner Freizeit versuche ich eigentlich, mich ein bisschen von der Arbeit halt abzulenken, damit man auch mal auf andere Gedanken kommt. Und ja, da fahre ich ganz gerne mit dem Mountainbike durch den Wald oder treffe mich dann auch gerne mit Freunden. Ich bin zu dem Beruf gekommen, weil mein Onkel Koch ist und meine Mutter und Oma immer sehr viel in der Küche gemacht haben, viel gebacken haben. War am Wochenende eigentlich so gang und gäbe und ich habe immer viel geholfen. Und das war dann für mich so der Grund, warum ich das gemacht habe. Meine Hobbys sind im Prinzip Backen und Gestalten. Habe ich schon immer gerne gemacht. Das heißt, ich habe es im Prinzip ganz klischeehaft auch zu meinem Beruf gemacht. Ein Schlüsselerlebnis so im Konkreten gibt es nicht. Es war eher ein schleichender Prozess und für mich auch einfach Mittel zum Zweck, weil ich mich sowieso selbstständig machen wollte und den Meister dafür brauche. Tja, die Fuck-up-Situation herrscht eigentlich mehr im Privaten, wo ganz viele gesagt haben, warum ich mir das ja noch antue, mit 50 den Meister zu machen. Hey, ist doch völlig wurscht, wie alt man ist. Wie ich zum Handwerk stehe, ob es meine Leidenschaft ist und was genau mein Antrieb ist, ich denke, erklärt sich von selber. Ich bin seit 35 Jahren in meinem Beruf, habe nach 35 Jahren mich dazu entschlossen, den Meister an der Handwerkskammer zu machen. Und mein Antrieb war die ganzen Jahre und ist es auch heute noch, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.